Ich habe hier zwei großartige Tennisspielerinnen. Wir brauchen nur einen Club. Alles Nötige für den Weg vom Wunderkind zum Profi. Hebt die Hand, Serena. Venus Williams? Was meinen Sie? Darauf lässt sich niemand ein. Im Tennis braucht man professionellen Unterricht. Man braucht unbegrenzte finanzielle Mittel. Das ist, als würden Sie jemandem weismachen, dass zwei neue Mozarts unter Ihrem Dach leben. Venus und Serena werden die Welt verändern. Wirf ihn weit hoch. Ja, genau so. Na bitte! Nach Wimbledon kommen Sie so nie. Wenn Sie nur mit uns auf Holperplätzen spielen. Halten wir uns einfach an den Plan. Wir haben echte Champions da drüben. Das haben Sie von Ihnen gelernt? Ich bin beeindruckt, Richard. Ich glaube, Sie haben da vielleicht den nächsten Michael Jordan. Oh, nee, mein Freund. Ich habe da die nächsten zwei. Eins würde mich interessieren. Was erhofft ihr euch? Ich weiß, was euer Dad will, aber was wollt ihr? Ich will Wimbledon so oft gewinnen, wie es noch niemand vor mir geschafft hat. Und du denkst, das kannst du? Jeder amerikanische Spieler hatte nur auf diesem Weg Erfolg. Ja, wir machen das aber anders. Du nimmst sie aus den Juniors und jetzt noch aus dem Training. Das machst du ständig. Ich sorg nur gut für meine Kids. Nein, du sorgst nur gut für dich selbst. Das ist ihr Leben. Du musst sie das entscheiden lassen. Venus Williams, was willst du? Zeigen wir all den Menschen da draußen, dass ich mit allem fertig werde. Du bist ein Champion. Und das weiß die ganze Welt. Sie spielt gegen die Weltbeste. Sie kann nicht gewinnen. Aber was, wenn doch? Vergesst nicht, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Ich war noch nie so stolz. In meinem ganzen Leben. Zeigt ihr denen, wie gefährlich ihr seid? Macht ein gefährliches Gesicht. Das soll gefährlich? Macht gefährliche Laute. Ach so, das ist ein gefährliches Gesicht? Das ist okay, macht das lieber nicht vor Fremden.